Die Lebensmittelpyramide hat dich all die Jahre angelogen, schreibt Frau Nadja Demel in ihrem Artikel von der Webseite wmn.de. Das ist eine gravierende Aussage. In diesem Video werde ich die Trends unter die Lupe nehmen. Ich werde nicht darüber sprechen, über die Vorteile oder die Nachteile. Vielmehr werde ich dir zeigen, dass diese Trends nicht vom Himmel fallen, dass das Modeerscheinungen sind, die die Menschen beeinflussen, dass das Modeerscheinungen sind, um die Menschen mit bestimmten Lebensmitteln zu versorgen. Zum Schluss werde ich dir zeigen, wie ich mit dieser Vielfalt und mit diesen widersprüchlichen Informationen umgehe, damit du auch selbst praktisch einen Weg findest, wie du selber deine gute und zu dir, vor allem zu dir passende Ernährung findest. Auf dem Bild siehst du eine Lebensmittel Pyramide, die auf jeder Cornflakes-Verpackung zu finden war. Die Mütterchen haben die Kinder mit Cornflakes zum Frühstück versorgt, mit voller Überzeugung, dass das die beste Ernährung für den Nachwuchs ist. Einige Jahre oder vielleicht Jahrzehnte später sind andere Stimmen laut geworden, dass das gar nicht so gut ist. Entstanden viele, viele andere Trends, die manchmal widersprüchliche Aussagen brachten. Es gibt wirklich eine sehr große Vielfalt von derartigen Trends. Ich habe nur wenige ausgesucht. Das, was du hier siehst, sind nur wenige Beispiele. Davon gibt es viele, viele mehr. Und die einen sagen, du musst das machen. Die anderen sagen, nein, das ist nicht passend. Du musst was anderes tun. Es gibt also eine ganze Reihe von unterschiedlichen Empfehlungen, die im Extremfall total entgegengesetzt sind. Zum Beispiel die Karnivore, die wollen nur Fleisch und Fett essen. Die Veganer oder Vegetarier, die wollen davon nichts haben auf dem Teller. Es gibt jede Menge von unterschiedlichen Kombinationen und das zeigt mir eindeutig, dass es sich hier nicht um tatsächliche Empfehlungen gibt, die dir für deine Gesundheit nützlich sind, sondern das ist eine ideologisch geprägte Sache. Ein Dr. Thomas Schröter hat einen Artikel mit dem Titel Ernährungstrends veröffentlicht. Er schreibt ganz eindeutig, dass diese ganzen Trends zuerst von Lebensmittelherstellern kreiert werden, um die eigene Ware an den Mann zu bringen. Da gibt es unterschiedliche Konzepte, wie man das macht. Zuerst haben die Konzerne selbst irgendwelche eigene Ideen entwickelt und umgesetzt. Und zum Beispiel Nestlé, ein sehr großer Lebensmittelkonzern, hat im Jahre 2015 eine Richtlinie veröffentlicht, wo eine Co-Creation propagiert wird. Das ist eine Methode, dass man eigene Konzepte, die zuerst gut überlegt worden sind, ergänzt durch Feedback aus den Zielgruppen, die man anpeilt, damit die Marktakzeptanz vergrößert wird. Das sind also Marketingmethoden, um die eigenen Produkte zu verkaufen und die sind ideologisch geprägt. Diese Ideologien werden angepasst an die Zielgruppen und hier ist eine große Vielfalt von derartigen Zielgruppen. Es ist also ein Trend, der auch mit dem sozialen Status zu tun hat und unterschiedliche soziale Gruppen haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was gut und was schlecht ist. Diese ganzen Ideologien spielen also mit und beeinflussen, wie du auf bestimmte Trends, Vorschläge reagierst. Ob dich eine Karnivore-Ernährung anzieht oder lieber vegetarisch, vegan oder Clean Food oder wie sie alle heißen. Und wenn du dir jetzt in Bewusstsein rufst, dass das eben Trends sind, die von irgendjemandem erzeugt worden sind, um dich zu beeinflussen, dann kannst du dich fragen, okay, ich will nicht beeinflusst werden, was wäre der Weg für mich, um die richtige Ernährung zu finden? Und da gibt es eine Abhilfe. Seit Jahrzehnten schreibt Dr. D'Adamo aus Amerika Bücher über Genotypen.
Er gruppiert in diesen Genotypen bestimmte Gruppen von Menschen, die eine bestimmte Zusammensetzung von Genen haben, und er meint, die Blutgruppe bevorzugt bestimmte Gengruppen, um bestimmte Lebensmittel besser oder schlechter verdauen zu können. Und das diktiert wiederum die Ergebnisse. Wenn du also eine bestimmte Blutgruppe hast, gibt er Empfehlungen, was du essen solltest oder was du lieber meiden solltest, um in guter Gesundheit zu bleiben. Hier zeigt er also, dass es eine Individualisierung geben muss, was diese ganzen Trends, die von Konzernen verbreitet werden, überhaupt nicht berücksichtigen. Du bist individuell und innerhalb einer Genotypgruppe ist eine weitere Differenzierung notwendig. Du bist individuell und diese Individualität soll bedient werden mit einer passenden Ernährungsweise. Also zuerst, wenn ich irgendwelche Modeerscheinungen sehe, unabhängig davon, ob das Ernährungstrends sind oder vielleicht irgendwelche Anziehsachen oder sonst welche Modeerscheinungen, die gucke ich mir ziemlich genau erstmal an, was sie propagieren und ob das mir passt oder eher überhaupt nicht. Wie gehe ich also mit unterschiedlichen Sachen um? Ich habe auf jeden Fall die Bücher von Dr. D'Adamo gerne gelesen, weiß, welche Blutgruppe ich habe und welche Lebensmittel zu mir passend sind oder nicht. Aber innerhalb dieser Gruppe, wie ich schon sagte, gibt es eine Optimierungsmöglichkeit und ich mache das in eine bestimmte Art und Weise. Nehmen wir an, du hast eine bestimmte Gewohnheit, bestimmte Lebensmittel zu essen und dann kannst du eine Liste machen, was da alles auf dein Teller kommt. Dann kannst du anfangen zu analysieren, okay, fühle ich mich damit gut oder wäre eine Verbesserung wünschenswert? Wenn eine Verbesserung wünschenswert wäre, dann musst du zwei Sachen erstmal feststellen. Einmal, welche Lebensmittel dir eventuell nicht dienlich sind und welche wiederum dein Wohlbefinden nach oben schrauben. Und da gibt es ziemlich simple Methode, das herauszufinden. Nehmen wir an, du fühlst dich nicht so gut und hast bestimmte Lebensmittel in Verdacht, dass die das eventuell verursachen könnten. Du streichst also diese Lebensmittel aus deiner Liste und für 2 Wochen nimmst du das nicht zu dir und schaust, fühlst du dich damit besser oder hat sich nichts geändert oder vielleicht sogar schlechter. Mit dieser simplen Methode wirst du eine Selektion durchführen können, welche Lebensmittel dir jetzt nicht zugutekommen. Mit der gleichen Methode kannst du einen Positivtest machen. Du kannst zusätzliche Lebensmittel aufnehmen für 2 Wochen lang und guckst du, fühle ich mich jetzt besser oder fühle ich mich schlechter oder spielt das gar keine Rolle. Dann notierst du dir diese Ergebnisse und dann kannst du die Sache optimieren. Hier ist aber noch zu bedenken, dass Ergebnisse von deiner Selektion nicht für dein ganzes Leben lang gültig sind, sondern das ändert sich. Das beschreibt die Epigenetik am besten. Das bedeutet, deine Gene bleiben nicht dein ganzes Leben lang unverändert, sondern dein Lebensstil, aber auch deine Ernährung hat Einfluss darauf, welche Gene aktiviert werden und welche nicht. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel eine gute Selektion gemacht hast und jetzt weißt du, aha, diese Lebensmittel soll ich meiden, die anderen wieder bevorzugen, dann kann es sein, dass in 2 Jahren das ganz anders aussieht. Und dann machst du diese Selektion noch einmal und wenn du das regelmäßig machst, dann kannst du, so wie ich, mit 72 in guter Gesundheit bleiben. Ich hoffe, dass ich dir jetzt mit diesem Beitrag geholfen habe, ein bisschen Licht in der Dickicht von unterschiedlichen Ernährungstrends zu finden und werde mich freuen, dich nächstes Mal wieder bei meinem Video begrüßen zu dürfen.
Wenn du meine Arbeit würdigst, dann abonniere unseren Kanal, tippe auf dieses Like-Button, damit die anderen vielleicht auch davon profitieren können. Und ich werde mich freuen, wenn ich für dich auch irgendetwas machen kann, was außerhalb von derartigen Beiträgen liegt. Also du kannst auch in den Kommentaren schreiben, welche Themen du gerne von mir behandelt haben möchtest. Oder falls du vielleicht eine Beratung dir wünschst, dann kannst du das auch an mich richten. Okay, das war's für heute. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.